Krebs. Und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung, Jahreslegung, kann ich nicht sagen, ist eine Monatslegung für 2024. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich schaue halt einfach nur, was ist dein Hauptthema? Also mit was startest du in 2024? Und ich gebe auch noch eine Reihe für ein zweites Hauptthema. Es kann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein großes Thema sein. Das zweite Thema kann vielleicht mit der Liebe zu tun haben. Bei den meisten war es jetzt aber so, es deckt sich ein riesen Hauptthema auf. Und die zweite Reihe gibt mir nochmal Zusatzinfos zu deinem Hauptthema. Also lieber Krebs, ich hoffe erstmal, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du nicht in irgendeiner blöden Situation feststeckst gerade und dass der Jahreswechsel dir so einen Push gegeben hat. Ich muss mal das hier mit dazu stellen noch, sonst vergesse ich es wieder. So einen Push gegeben hat, dass du, egal was gerade war, dass du so ein Gefühl von, hey, es geht jetzt aber gerade ein neues Jahr los haben kannst. Also das wünsche ich wirklich jedem, weil das gibt einem, es gibt einem so einen Neustart einmal im Jahr. Auch ohne den Jahreswechsel wäre dieser Neustart nicht da und es gibt einem oft ein gutes Gefühl und irgendwie so ein Gefühl von, hey, eine neue Chance. Und das habe ich sehr, sehr ausgeprägt dieses Jahr und ich wünsche das natürlich allen da draußen auch. So, jetzt freue ich mich erstmal, dass du mich gefunden hast und ich gehe gleich ins Mischen. Es geht jetzt gleich los. Was ich noch dazu sagen möchte, am Ende ziehe ich euch eine Orakelkarte aus dem Das Heilungsengel-Orakel. Wer 2024 sich gerne neue Orakelkarten kaufen möchte, die sind mega zum Empfehlen, weil sie einfach, sie sind sehr aussagekräftig und sie sind wunderschön. Und ich habe fast 300 Kartendecks, wirklich ungelogen, und die stechen schon raus. Also man sieht da schon wirklich Unterschiede, die sind sehr, sehr schön. So, jetzt mein lieber Krebs. Wenn du ein Mann bist, dann musst du dir bitte die Rollen umdrehen, weil ich gehe immer von der Frau aus. Die meisten Frauen schauen mir einfach zu. Und wenn du ein schlechtes Gefühl bekommst bei meiner Legung jetzt und dir denkst, ach, das macht mir irgendwie Angst und ich wüsste aber auch nicht, wann das bei mir passieren sollte, dann ist die Legung nicht für dich gemacht, weil dann resonierst du einfach diesen Monat nicht mit meiner Legung. Das ist ganz wichtig. Mach es nicht zu deiner Legung. Vielleicht gibt es eine Sache, wo du sagst, hey, kann ich mir vorstellen. Und der Rest gar nicht, dann pick dir das vielleicht raus. Das kann man schon machen. Ansonsten kannst du einfach in deinen Aszendenten oder in dein Mondzeichen reinschauen, wenn du möchtest. Vielleicht sagt dir das mehr als der Krebs. Das gibt es auch immer wieder. Okay, ich gehe jetzt direkt ins Mischen. Liebes Universum, gib mir einen Blick. Okay, da haben wir schon eine Karte, die direkt rausspringt. Der Bär. Und gib mir einen Blick ins Jahr 2024, ins große Thema meines Krebses. Mit welchem Thema startet dieses Jahr für den Krebs? Und gib mir auch bitte ein zweites Thema, falls es eins gibt. Ja, ich will das gar nicht sehen vorher. Schauen wir mal, ob das nochmal rausspringt. Ein zweites Thema und wenn nicht, dann gib mir eine gute Ergänzung bitte zum Hauptthema. Was ich dazu sagen muss, die Legungen diesen Monat sind sehr krass. Das heißt, alle Menschen starten gerade gefühlt in 2024 und wollen sich verändern. Wollen sich in all meinen Legungen zum Positiven verändern. Die wissen, dass sie Schattenseiten haben, sie wollen das angehen. Also alle Menschen um dich herum werden wahrscheinlich dieses Jahr einfach nur positiver, weil sie sich entwickeln wollen. Das finde ich super schön zu sehen. Es sind natürlich große Themen und immer auch Themen, die nicht leicht sind so in den Legungen, aber alles in allem ist das so voll das gute Zeichen für uns alle, finde ich. Gut, ich habe jetzt hier den Mischstopp bekommen für dich. Lieber Krebs, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was hier heute für dich gesagt wird. Wahrscheinlich wieder spannend. Bis jetzt war jede Legung spannend diesen Monat. Dein Hauptthema. Der Berg. Natürlich Karten auf den Kopf, das haben wir diesen Monat irgendwie super ausgeprägt. Jemand zieht dich nicht mehr so an, wie er es mal getan hat. Jemand macht dich nicht mehr so happy, wie er es mal konnte. Das hast du noch nicht ausgesprochen und das ist für dich eine Belastung und ein Problem. Es wäre nicht schwer, das auszusprechen, aber du bist einer der Menschen diesen Monat oder du bist gerade so, dass dir der andere so leid tut, wenn du das sagst.
Da möchte ich dich nur jetzt schon sofort mega bestärken und sagen, hey, ist das auch eigentlich nur dein Leben? Also ich kenne das von mir früher, dass ich sage, boah, ich kann das doch nicht sagen und ich kann mich doch jetzt nicht trennen und man hatte doch noch die und die Pläne und so, ja. Aber es passiert ja auch nicht immer nur für einen und man ist nicht immer nur der Böse, sondern es soll oft in dem Leben des anderen auch so sein. Und desto länger du das rausziehst, desto schlechter geht es dir. Also eine Zweisamkeit mit einem Menschen erfüllt dich einfach nicht mehr. Die macht dich schon noch, die gibt dir schon noch was Positives, aber es ist nicht das, was es sein sollte. Es könnte, ich muss es dazu sagen, es könnte familiär behaftet sein, dass vielleicht ein Geschwisterverhältnis oder so nicht mehr ist, wie es mal war, glaube ich aber nicht. Ich bekomme hier die Partnerschaft bei euch rein. Und es kann mit einer Rolle spielen, weil ihr jemand anderen kennengelernt habt. Das heißt nicht, dass ihr eine Affäre habt, überhaupt nicht. Bei euch Krebsen fühle ich das gar nicht. Schauen wir, was die zweite Reihe uns sagt. Aber es kann sein, dass hier einfach jemand durch euer Leben gelatscht ist. Sagen wir es mal so. Und ihr euch dachtet, hoppala. Das muss wirklich so ein Moment gewesen sein, wo euch so, wer war das jetzt? Wer ist das? Dieser Mensch interessiert mich. Wer bist du? Also ich gehe jetzt hier von der Frau aus, wer ist der Typ? So, dass irgendwie die Leute, oder Silvesterfeier, ich weiß es nicht, ist noch nicht so lange her, habe ich das Gefühl. Also dass das abgeflacht ist mit der Person, um die es hier geht, ja. Aber ich glaube, bei euch ist jemand durch die Bildfläche gelatscht, sagen wir es mal so, und ihr wart so, okay, am besten nochmal vorbeilaufen, so interessant, ihr wollt mehr. Und dann habt ihr angefangen zu erkennen dadurch, oder vielleicht erkennt ihr es jetzt auch erst, wenn ich das sage, es könnte auch sein, dass ihr dadurch merkt, wo stehe ich denn eigentlich gerade mit dieser Person, mit der ich hier eine Beziehung habe. Also es geht hier um eine Beziehung oder vielleicht sogar eine Ehe. Wo stehe ich denn eigentlich, wenn mir das passiert? Also das kann jedem passieren, das kann auch passieren, wenn man in einer Ehe ist und relativ happy ist, dass man jemanden wahrnimmt. Also es kann immer passieren. Also ich bin Fan von, man ist zusammen, aber man ist frei. Das heißt nicht, dass ich irgendwas tun würde, aber es kann dann, wenn man frei ist, dann muss man nicht mit Scheuklappen rumlaufen und dann muss man sich nicht verstecken, wenn man mal mit jemandem redet, den man irgendwie 5 Minuten kennengelernt hat. Wenn man gemeinsam auf einem Event oder so ist, dann ist man halt frei in dem, wie man agiert und guckt. Man möchte nur niemand anderen, ja, und ich habe das Gefühl, ihr seid genauso unterwegs gewesen. Ihr wart überhaupt nicht mit bösen Absichten unterwegs, aber euch ist halt jemand durch die Bildfläche gelatscht, der da anscheinend durchlatschen sollte. Ich weiß nicht, warum latschen, das kommt mir irgendwie, weiß ich nicht, am passendsten vor. Und dadurch habt ihr euch so ein bisschen reflektiert, wo ihr steht. Und jetzt merkt ihr, das ist nicht mehr das, was es mal war und was euch so super erfüllt, weil wir haben hier halt leider nur das Klee. Und das ist jetzt zu einem Problem für euch geworden, weil ihr gar nicht wisst, wie die Situation jetzt überhaupt zu lösen ist, weitergeht, USW. Ich möchte mal eine Klärung zur Lilie. Okay, die ist aber weit geflogen. Also liebe Krebse, wundert euch nicht, meine Haare, vielleicht sieht man es gar nicht so, kommen mir gerade vor wie eine Perücke, manchmal nach dem Waschen, dann sind die so viele Haare. So sehe ich aus nach dem Duschen. Ja. Okay, da brauche ich noch eine. Okay, jetzt kommen noch ein paar Infos mehr, mit denen ich nicht gerechnet habe. Okay. Ah ja. Naja gut. Ich spreche es jetzt mal aus, wie es ist. Die Person, für die habt ihr gleich empfunden oder empfindet ihr gleich so, die möchte ich heiraten. Woher kann ich das aussprechen? Ihr seht jemanden und denkt, auf den will ich heiraten? Kann das sein? Ich spreche es einfach mal aus. Also da hattet ihr schon ein krasses Gefühl und wollt den Menschen auf jeden Fall an euch binden. Oder, was noch mit der Karten, mit den neuen Karten jetzt reinkommt, oder ihr kennt den Menschen schon und wart mit dem Menschen schon mal vor langer, langer Zeit irgendwie zusammen und hättet das nie gedacht, dass ihr das nochmal empfindet, habt euch wiedergesehen. Kann auch sein. Also wir schauen uns jetzt einfach gleich mal die zweite Reihe bei euch an. Ist ja mega spannend. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es gleich so spannend wird.
Also ich sehe, dass ihr, ja, dass ihr jetzt nicht ewige Zeit vertrödelt, um das auszusprechen. Es kommt relativ bald auf den Tisch. Ich würde mal sagen, im Februar wird es angesprochen, spätestens. Und ihr verkrümmelt euch da jetzt nicht, werdet depressiv und bleibt noch ein Jahr in einer Beziehung, die ihr eigentlich gar nicht fühlt. Nein, das macht ihr nicht. Denn ihr wisst, ihr wollt mit Sicherheit diese andere Person auf jeden Fall mal kennenlernen und auch irgendwie wollt ihr da auf jeden Fall mehr. Und ihr löst eure Probleme für euch auf. Das finde ich richtig schön zu sehen. Wartet mal. Ist jetzt, als wärt ihr tatsächlich am Tisch live dabei, das fühle ich nicht immer. Aber ihr seid gerade mir recht nah, also was sagt's jetzt? Ja, ihr trefft eine Entscheidung. Ja, lassen wir das so. Ihr trefft eine Entscheidung. Wer damit jetzt mega resoniert, aber Fragen hat, ihr könnt mich ja anschreiben persönlich, gell? Über Instagram, für persönliche Legung. Oder Fragen. Oder was ich manchmal mache für Menschen ist, rechts oder links, so grob erklärt, einfach gucken, okay, was denke ich, was fühle ich, was möchte ich und was tue ich denn in Zukunft zu einer anderen Person? Weil da siehst du nochmal klar nebeneinander, was du eigentlich zu wem empfindest und was dein Unterbewusstsein zu wem eigentlich von deiner Handlung her möchte. Sowas bringt manchmal eine gute Klarheit. Okay, jetzt habe ich aber noch mein Orakel dabei. Und ich möchte euch jetzt hier nicht so in der Waage lassen. Ihr wisst ja eigentlich voll, was ihr wollt. Ich habe hier wenig das Herz drin. Ich spüre aber, ihr wollt es wirklich. Aber ich frage mich gerade, ist das irgendwie vielleicht zu überstürzt? Aber mein Gefühl sagt mir, das ist wie ein Seelenschrei, also wie so ein Seelenruf. Ihr wisst anscheinend ganz genau, dass das richtig ist. Dahin auf jeden Fall euch in die Richtung zu bewegen, ob es was wird oder nicht. Deswegen stelle ich jetzt gar keine Frage. Ich bin gespannt, lieber Krebs, welche Karte für dich jetzt hier rauskommt. Was für eine Karte brauchen wir hier? Das Universum wird uns schon eine Antwort geben. Da haben wir eine. Oh. Geduld ist eure Karte. Geduld. Ja, ihr wollt es jetzt. Das merkt man ja. Ihr wollt das jetzt. Ich habe euch ja auch jetzt bestärkt und gesagt, macht das auf jeden Fall. Sprecht das auf jeden Fall mal an. Entscheidet euch schon mal in die Richtung. Aber es kann sein, dass dieser Mensch, der da durch die Bildfläche gelatscht ist, euch jetzt nicht so krass wahrgenommen hat, wie ihr den, wie ihr diesen Menschen, diesen Mann. Und der Mann ist dann so ein bisschen überfahren und sagt vielleicht, wir haben ja kurz geredet, aber das war es jetzt für mich und ich habe das jetzt nicht in Betracht gezogen oder ich bin in einer Beziehung oder so. Ihr sollt erstmal Körper, Seele, Geist von euch, weil ich habe hier drei Frauen auf dem Bild, eine blaue, eine lilane, eine orangene. Das ist so, spricht für mich für euren Körper, eure Seele und euren Geist in drei verschiedenen Personen. Ihr sollt jetzt erstmal euch in den Einklang bringen, das heißt eure Beziehung oder was auch immer ihr hier habt, beenden, euch mal frei machen und dann mal reinfühlen, ob das tatsächlich jetzt dieser Mensch ist oder ob der Mensch da einfach nur bei euch vorbeigelaufen ist und euch das Gefühl gegeben hat, um euch wachzurütteln und zu sagen, hey, geh doch mal raus aus dieser alten Beziehung, die du hier schon ewig irgendwie weitergehst, obwohl das gar nicht mehr so viel Sinn macht. Und wenn du das dann hinter dir hast, findest du diese andere Person vielleicht gar nicht mehr so attraktiv, sondern es ging eigentlich um deine Freiheit, um das, dass du dich wieder spürst, dass du dich vielleicht neu findest. Das kann sein, weil irgendwie hat der Prozess dann, vielleicht sehen wir das nächsten Monat, warum. Oder wenn du eine Privatlegung willst, dann sehe ich auch, wieso. Hat es mit Geduld zu tun. Du musst hier auf irgendetwas noch warten. Du triffst alle Entscheidungen, um mit diesem Menschen ein Leben starten zu können. Das ist bei dem Menschen aber anders. Ich bekomme hier rein durch die Karte, das ist bei diesem Menschen nicht so, aber Geduld würde hier nicht stehen, wenn es keine Möglichkeit gäbe. Aber du musst diesem Menschen vielleicht Zeit und Raum lassen, um das Ganze zu bedenken, sich für dich auch frei zu machen. Und wenn er dir so wichtig ist, dann
schätze ich mal, wirst du das natürlich auch schaffen können. Lieber Krebs, das war jetzt deine Legung für den Januar. Das ist anscheinend dein großes Thema. Bin ganz gespannt. Schreib mir mal in die Kommentare. Bis jetzt habe ich noch nichts in die Kommentare, nicht wirklich. Aber diesen Monat ist alles so spannend für mich. Ich würde es gerne wissen selber. Das ist jetzt so ein bisschen auf heißen Kohlen. Also lieber Krebs, mach's gut und wir sehen uns Mitte Februar wahrscheinlich wieder. Ciao.